Leute, schon lange hatten wir nicht mehr diese Konstellation eines Videos. Ihr wisst, eigentlich habe ich gerade meine Reihe am Start, wo ich meine ganze Sammlung, die ihr hier hinter mir seht, aufdrösele und euch ausrechne, wie teuer das alles insgesamt war. Der Manga-Teil ist schon online, der Videospiele-Teil kommt bald, aber das dauert ein bisschen und ich habe, seit ich meinen neuen Job habe, relativ viel zu tun. Deswegen dachte ich, hey, so ein süßes kleines One-Take-Video auf alte Zeiten angelehnt über eine Sache, die ich in der Sammlung habe seit neuestem und die ich sehr, sehr cool finde, wo ich auch schon ein paar Mal drüber geredet habe in Insta-Stories oder im Podcast. Das würde ich doch gerne zwischenschieben, einfach um euch das zu zeigen, weil es für mich was so Cooles ist. Und wir wechseln die Perspektive, wir reden natürlich über das coolste Artbook, das ich für mich jemals gesehen habe, aber ich habe auch noch nicht so viele Artbooks gesehen. Also der Titel ist ein bisschen clickbaity, das muss ich an dieser Stelle zugeben, es gibt bestimmt um einiges coolere. Ich bin gar nicht im Artbook-Genre so krass bewandert, ich habe nur das von Dorohedoro gekriegt, beziehungsweise zwei von Neek. Und das war schon mega, mega gut. Aber das hier, Dragon Ball A Visual History von Akira Toriyama, ist eins, das hat mich einfach überzeugt. Das habe ich das erste Mal gesehen, als ich im Mai Lazar besucht habe. Und dann hat er mir gesagt, hol dir das, das ist geil. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat er es Neek als Wichtel geschenkt, in unserem Peak-Podcast geschenkt. Und dann dachte ich mir, hey, jetzt bin ich neidisch, jetzt brauche ich es auch. Weil wir haben gerade alle den Dragon Ball-Manga gelesen. Dragon Ball ist für mich auf meine Eins gewandert, weil ich einfach drüber nachgedacht habe, ja, Vagabond, Berserk, ich liebe diese Manga. Aber wenn es nur noch einen Manga gäbe, den ich bis ans Ende meiner Tage lesen dürfte, immer wieder von vorne, wäre es wahrscheinlich Dragon Ball, weil dieses Werk mir einfach so viel gibt. Sei es jetzt Nostalgie, sei es, weil es einfach gut ist, etc. Und dann wollte ich unbedingt dieses Artbook besitzen, das ihr für 30 Euro umgerechnet meistens bei Amazon kriegt, manchmal 28 Euro, manchmal 32 Euro. Und es gibt es leider nicht auf Deutsch, es ist auf Englisch, aber es ist ja auch ein Artbook, das heißt, so schlimm ist das nicht. Wir sehen hier schon mal, ich möchte es euch einfach mal zeigen, wie es verpackt ist. Es kommt in so einer Art Schuba daher. Man denkt so, das ist das Buch von außen, aber das ist so ein kleiner Mini-Schuba, der quasi das Buch nochmal beschützt. Dann ist das das eigentliche Cover, was auch schon mal mega cool aussieht, A Visual History. Das sieht so, so cool aus. Alleine das, Junge, und ich zeige euch gleich, hinten sieht es auch cool aus. Aber dann merkt ihr, Moment mal, ich will es aufklappen. Das ist nicht mal das Cover, sondern das könnt ihr auch nochmal abmachen. Das heißt, ihr habt quasi drei Cover, also wie so eine Madruschka. Ich lese das mal beiseite. Und dann sieht das Ganze eigentlich so aus. Und dieses Gelb mit diesen Skizzen von Toriyama da vorne drauf, das mag ich auch einfach unfassbar gerne hier hinten. Goku, wie er auf die Welt schaut, das ist unfassbar schön. Und warum finde ich dieses Artbook so gut? Wie gesagt, es gibt bestimmt ganz, ganz viele andere gute und mir fehlt richtig viel Ahnung von Artbooks. Ich klappe das hier mal auf. Ne, wobei, das will ich euch später zeigen. Das klappe ich später auf. Auf jeden Fall haben wir hier einfach erstens ein paar Interviews mit Toriyama selbst drin, wo er erklärt, hier zum Beispiel direkt am Anfang, dass er das Gefühl hat, dass er viel Effort in seine ganzen Zeichnungen für Dragon Ball gesteckt hat, was komplett absurd ist. Er sagt so, hey, ich habe mich eigentlich gar nicht angestrengt, ich habe immer das Gefühl, ich gebe mir nicht genug Mühe, aber hey, ich freue mich, dass du wirklich Geld für dieses Buch ausgegeben hast, super sympathisch. Dann seht ihr hier, wir kriegen Toriyama im Laufe der Zeit, quasi 1984 bis 2013, da sehen wir die allerersten Dragon Ball Illustrationen. Dieser Mann ist ein so begnadeter Künstler. Ich persönlich kann euch nicht in der Menge an Expertise, wie ich es gerne würde, erklären, warum Toriyama so ein guter Zeichner ist. Das können andere um weitaus besser. Lazar kann das viel, viel besser als ich. Haru kann das wahrscheinlich auch viel, viel besser. Also auf jeden Fall viel, viel besser als ich. Guck da einfach irgendwie Videos zu. Die haben da bestimmt welche zu gemacht. Beziehungsweise, der Haru weiß ich, dass er YouTube-Videos hat. Lazar hat bestimmt ein paar TikToks dazu. Wenn wir hier durchblättern, sehen wir einfach das, was ich an Dragon Ball so liebe. Diesen unfassbar tollen Artstyle. Und vor allem, wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob Toriyama mit was genau er beispielsweise koloriert. Ich glaube, es war Aquarell. Später ist er dann auf digital umgestiegen. Ich kann jetzt aber hier auch komplette Scheiße erzählen. Wie gesagt, ich bin kein Künstler und ich kann das nur als Laie bewerten. Aber wenn ich hier durchblätter, wird einfach die komplette Dragon Ball Nostalgie für mich eingefangen. Das, was diese Bilder so gut macht, was sie herausstechen lässt. Hier alleine, dass die meisten Sachen noch so in diesen Grautönen gehalten sind. Und nur das Rot, diese starke Prägnanzfarbe ist, die hier irgendwie hervorkommt. Dann hier, wie Toriyama einfach Movement reinbringt. Und das Tolle an diesem Artbook ist eigentlich, wie krass wir auch Dinge über Toriyama erfahren. Es gibt ein Interview am Ende, wo er sagt, es ging ihm nie darum, irgendwie wirklich gute Zeichnungen zu machen, sondern es ging ihm eher darum, den Raw Speed zu zeigen. Er wollte einen Manga machen, der sich einfach darauf konzentriert, dass da voll viel Speed dahinter ist und dass man Bewegung sieht
Und das ist sein Ziel gewesen. Das hat er definitiv mit Dragon Ball geschafft. Gleichzeitig hat er aber natürlich auch mega gute Zeichnungen abgeliefert. Ich will euch gar nicht das ganze Artbook spoilern, deswegen wäre dumm, hier jetzt alles zu zeigen, weil ihr wollt es ja bestimmt auch noch selbst kaufen. Also wirklich für jeden Dragon Ball-Fan lohnt sich das in der Sammlung zu haben. Wir sehen, wie gesagt, Toriyama im Laufe der Zeit. Es gibt hier auch einige schöne Illustrationen, beispielsweise hier. Also diese ganzen Sachen, die er koloriert hat, die wir leider halt als deutsche Fans in den deutschen Manga nicht haben, weil wir haben nie eine Version mit Farbseiten gekriegt, wenn ich mich nicht täusche. Da gibt es die Kanzenbanner, aber die haben wir leider nicht. Ich hoffe, Kalsen bringt die irgendwann. Und hier dann auch als Toriyama in den digitalen Kolorierungsstil geswitcht ist. Und hier wird auch extra gesagt, hey, Toriyama hat sich entwickelt. Es ist kein anderer Stil im Sinne von erst schlechter, sondern es wird von einer Entwicklung gesprochen. Also er hat seinen Stil immer weiter adaptiert. Hier die ganzen Illustrationen, die auf den Kanzenbanner, wenn ihr die kennt, Covers drauf sind. Im Laufe der Zeit, Toriyama, es sieht so anders aus, ne? Und was mich aber tatsächlich viel, viel mehr interessiert hat als die Zeichnungen, wobei die natürlich auch wichtig sind, sind die Zeitinfos vom Mangaka selbst. Weil von Toriyama hört man ganz oft nicht so viel, wie man gerne würde. Und hier zum Beispiel redet er ein bisschen über das Bardock-Special, was herauskam. Das fand ich zum Beispiel super, super gut, wie er da nochmal das Bardock-Design überarbeitet hat. Dass er persönlich fand, das Bardock-Special war ein bisschen zu dark und er hätte Son Gokus Vergangenheit eher ein bisschen lustiger gemacht, aber er findet, es gibt viel Tiefe in Dragon Ball rein, da findet es eigentlich ganz cool. Dann hier dieses Chilled-Design, was er ja gemacht hat, der Vorfahre von Freezer, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und auch so Dinge wie, dass das Super Saiyan 4-Design, was ja viele glauben, gar nicht von ihm ist, erfahren wir auch hier. Da sagt er in so einer Side-Note, dass einer der Animatoren von Dragon Ball GT tatsächlich so gut seinen eigenen Stil adaptiert, dass Toriyama selbst regelmäßig vergisst, ob er was gezeichnet hat oder dieser Animator, was zu GT passt. Und zum Beispiel haben wir da auch eine kleine Illustration, wo er den Super Saiyan 4 auch mal gekritzelt hat. Hier kriegen wir ein riesigen Interview mit Toriyama, ein super Interview. Und das empfehle ich auch unbedingt zu lesen. Allein dafür müsst ihr es euch holen. Da sagt er zum Beispiel, dass er nur eine einzige Zeichnung, die er in den 10 Jahren, die er Dragon Ball gemacht hat, wirklich mag. Er sagt, er ist nur mit einer zufrieden. Alle anderen hier. What's your favorite piece from the 10 years run Dragon Ball? The only piece I like. Also das ist so krass. Und deswegen habe ich das jetzt am Anfang aufgehoben. Da diese Zeichnung von Dragon Ball ist die einzige, wo Toriyama selbst sagt, dass er die mag. Weil da findet er, stimmt die Kolorierung, da findet er, stimmt die Positionierung, die Pose ist cool, da findet er alles gut. Sonst ist er mit Dragon Ball nicht zufrieden. Und ich finde das heftig, weil die größten Künstler unserer Zeit, und Toriyama ist für mich der beste Manga-Zeichner, also das ist, ich finde ihn auch besser als Inoue beispielsweise, die größten Künstler unserer Zeit sind immer die bescheidensten. Und das nimmt man bei diesem Artbook mit. Und wenn ihr Englisch könnt, ist es noch besser für die Interviews. Wenn ihr es nicht könnt, dann ist es einfach auch ein Augenschmaus, es anzusehen für diese ganze Entwicklung von Toriyama im Laufe der Zeit. Und ich weiß, ich mache eigentlich diese Reviews in dieser Form nicht mehr. Und ich mache auch sehr selten noch Manga-Reviews, einfach weil ich nicht mehr so viel Werke am Stück durchlese. Ich möchte mal ein bisschen den Konsum runterfahren und die Sachen verarbeiten, die ich letztes Jahr alles gelesen habe. Aber das hier ist ja jetzt nicht direkt ein Manga, es ist ein Artbook. Ich habe auch noch nie über ein Artbook geredet. Bestimmt könnte ein Künstler es nochmal besser beurteilen. Aber ich kann das jedem empfehlen, jedem Dragon Ball Fan und auch jedem Manga-Fan einfach. Hier wieder ein paar Sachen über Toriyama gelernt. Da sagt er, oh, ich habe jetzt schon 10 Jahre kein Goku gemalt. Mal gucken, ob ich es noch kann. Ah, still got it. Also, ich liebe dieses Artbook. Bestimmt gibt es noch viel, viel bessere. Und ihr könnt mir gerne empfehlen, was für welche. Vielleicht checke ich auch mal andere aus. Ich weiß, JoJo's hat sehr coole Artbooks, aber das zu empfehlen bringt mir nicht so viel, weil ich bin noch nicht so JoJo's weit oder aktuell, dass ich da jetzt viel mit verbinden könnte. Wow. Also wir haben auch zum Beispiel hier Interviews drin von Toriyama zu den Dragon Ball Z-DVDs, wo er so kleine Anekdoten erzählt, wo er so ein Pärchen sieht, dass ich die Dragon Ball Z-DVDs kaufen will. Und dann denkt er sich so, er wäre am liebsten zu denen hingegangen und hätte gesagt, gebt nicht so viel Geld dafür aus, das lohnt sich nicht. Also, es ist auch ein Einblick in den Kopf dieses Mannes. Und allein deswegen lohnt sich das. Und das wollte ich euch nur zeigen. Dieses Video, wie gesagt, uncut. Vielleicht finde ich es irgendwie nicht dem angemessen, was ich sonst auf diesem Kanal liefere. Aber ich finde auch nicht, dass ich es auf dem Highlight-Kanal oder so hochladen sollte. Ich finde wirklich, das passt auf diesen Manga-Related-Kanal. Und das beschäftigt sich mal wieder ein bisschen mehr mit einem Werk. Und das finde ich sehr schön, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Vor allem bei Dragon Ball, weil Dragon Ball, vor allem durch den Reread, ist es mir jetzt nochmal so viel mehr ins Herz gewachsen. Es war mein ganzer Step in dieses Genre, in Manga an sich. Und ich liebe dieses Artbook. Und es ist ein Stil, also wirklich 30 Euro. Ich habe schon Artbooks gesehen, die kosten irgendwie 80 Euro und ich kann sie zwar nicht beurteilen, weil ich sie nicht geöffnet habe, aber ich kann mir vorstellen, dass sie nicht halb so gut sind. Das ist mein Wort zum Sonntag. Und wenn du weitere Videos von mir sehen willst, dann abonnier doch unbedingt diesen Kanal. Wir
Wir versuchen dieses Jahr die 10.000 zu tackeln. Es wird schwer. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir es nicht schaffen. Aber hey, wir wollen es versuchen mit Manga-Content, der einfach ehrlich ist, der qualitativ auf das achtet, was er tut, aber nicht zu krass übertreibt. Ihr seht auch vielleicht in meinem Videostil die letzte Zeit, ich habe auf diese krassen Jump-Cuts verzichtet, auf dieses Ranzoomen, auf dieses Hektische mit Witzen und so. Ich finde das zwar auch ganz cool, das ist auch mein Humor stellenweise und dann mache ich das auch, aber dieses Krampfige, wenn ich mich doch gut ausdrücke und nicht tausendmal verspreche, warum soll ich dann schneiden? Ne? Deswegen hier Uncut-Video. Dieses Artbook mag ich richtig gerne. Sagt mir doch gerne, ob ihr es habt. Wenn nicht, ob ihr es euch holen wollt. Wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Empfehlt mir gerne andere Artbooks. Am besten zu Manga oder Mangaka, die ich kenne. Und sagt mir gerne, ob ich noch mehr Artbooks reviewen soll. Weil ich habe noch die von Dorohedoro da. Das kann ich auch gerne mal machen. Danke an Nika an dieser Stelle. Und danke an Lazar, der mir dieses Artbook auch näher gebracht hat. Jetzt würde ich sagen, könnt ihr es gerne wie die Leute machen, die hier vorbeilaufen. Danke, dass ihr den Kanal finanziell unterstützt. Ihr seid die große Stütze dieses Kanals. Aber natürlich auch jeder Einzelne, der einfach nur still schaut oder mal liked oder sonst was, ist eine Stütze dieses Kanals. Vielen Dank. Wir sehen uns und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.